Bei Late Night Berlin gibt es jede Woche neue Gäste. Die fragen wir natürlich für Studioaktionen oder Spiele vorher an. Und das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich habe meine MitarbeiterInnen gezwungen, bei den Managements von Stars anzurufen, um ihnen absurde Ideen vorzustellen. Der würde die beiden Brüder anmalen, und zwar als Schuhe. Ja. Wenn er verliert, ja. Genau, muss er quasi einen Strippen halt, einen Striptanz machen. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Und in der Idee würde sie diese Filmküsse mit einem Schinken nachstellen. Also sie würde einen Schinken küssen. Die Kontakte der Managements habe ich von meiner Mitarbeiterin Katha. Sie ist für Promi-Fragen verantwortlich und riskiert ihren guten Ruf. So, dann geht's jetzt weiter und Julia, komm doch mal bitte zu uns. Hallo. 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 Na, hast du schon Lust? Hallo, ich habe ganz große Lust. Ja? Super unangenehm. Ja, gut, es geht um Matthias Schweighöfer. Sie beobachten uns. Rund um die Uhr. Hacken sich in unser Leben. Kontrollieren und manipulieren. Ich möchte gerne, dass du beim Management anrufst und dann sagst, wir spielen 1, 2 oder 3. Ja, und das sind 3 Toilettentüren. Er tritt gegen Kinder an. Ja, und dann haben wir 3 Leute hinter diesen Türen, die sehen wir nicht, die hören wir nur. Und dann muss man also rausfinden, ist es 1, 2 oder 3. 1 ist Pipi am Geräusch, ne? 2 ist Kaka und 3 ist Pups. Und 2 und 3 sind manchmal wirklich kaum voneinander zu unterscheiden, ne? Kaka und Pups. Ey, das geht nicht. Ganz kurz. Stopp. Es ist Matthias Schweighöfer, Katharina. Mann, wir haben so eine gute Bindung. Ja. Die nehme ich nie mehr ernst, wenn wir einfach so anrufen. Und du wir wollen gerne nicht anrufen. Julia ruft doch an. Ja, aber wenn ich dann anrufe mit einer ernsten Idee, dann glaubt mir das keiner mehr. Okay, also wir haben, sagen wir mal, ein Forum geschaffen, ja, dass jeder mal sagen kann, was er von der Idee hält. und jetzt geht's weiter. Hallo? Hallo, hier ist Julia von Late Night Berlin. Ich rufe an wegen der Idee für Matthias und genau. Matthias Schweighöfer, dass wir so ein bisschen gucken. Unsere Spielidee wäre jetzt 1, 2 oder 3. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst. Ja. Und die Idee ist jetzt folgende, dass wir von Matthias, wir haben uns überlegt, es wäre doch interessant, ob er erkennt, was hinter den Türen für ein Geräusch stattfindet. Und da haben wir uns überlegt, dass wir da so eine Art Toilettensituation vorbereiten. Also es gibt die Tür 1, 2 und 3. Und hinter der ersten wäre dann zum Beispiel jemand, der Pipi macht. Und hinter der zweiten wäre jemand, der groß macht. Und hinter der dritten ist jemand, der pupst. Glaube ich auch. Ich frage mich nur gerade, also dieses Geräusch. Er muss nicht pupsen. Macht das, das macht jemand anderes. Also er errät das tatsächlich. Leute, die in echt auf Toilette gehen. Also es sind, also damit wir das noch mal klären. Also das sind tatsächlich Leute, die das in echt gerade machen. Ist quasi ein Einspielerdreh, das ist nicht im Studio. Doch, das ist im Studio. Würde das live passieren, weil er gegen Kinder, er würde gegen Kinder auch antreten und. Weißt du, was mir nochmal helfen würde? Habt ihr das irgendwie nochmal so runtergetippt? Ja, das würden wir dir einfach gleich nach dem Telefonat jetzt zukommen lassen. Sehr gut, Katha hat ja meinen Kontakt. Genau. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dann wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, danke, dir auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Julia, das hast du sehr gut gemacht. Wirklich sehr gut. Also man muss wirklich sagen, ich bin richtig begeistert. Ja. Ich möchte es selber jetzt spielen. Cool. Bin ich jetzt erlöst? Ja. Danke schön. Danke schön. Danke. Das hat viel Spaß gemacht. Ja, und ja. Danke. Ciao. Ciao. Jan,
komm doch mal bitte zu uns. Hallo Jan. Hallo. Hallo. So, also, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn Sarah Connor in die Sendung kommt. Die kommt auch bald, ne? Ja, ja, eben. Die kommt bald. Die kommt irgendwann bald. Was soll sie denn Witziges machen? Ich fänd's cool, wenn sie noch mal während der Sendung überraschend, irgendwann mittendrin, wenn man nicht damit rechnet, als Ninja praktisch in die Sendung reinkommt, eine Rolle macht, dann schnell ein Lied singt, zur allergrößten Not auch irgendwas von sich selber, aber eigentlich lieber einen großen Hit. Und dann würde sie wieder rausgehen aus dem Studio. Und es ist dann wie The Masked Singer. Also Leute rätseln praktisch, wer es war. With a twist. Wir lösen es nicht auf, wer es war. Niemals. Okay. Und da müsstest du halt natürlich fragen, also praktische Sachen, kann sie eine Ninja-Rolle? Ja. Und am besten wäre auch als Beweis dafür, dass sie es kann, muss sie uns vorher ein Video schicken, wie sie einen Purzelbaum macht. Weil sonst können wir ihr den Job nicht geben, so sehr sie es möchte. Oh Gott. Wen rufen wir denn an jetzt? Also, die beste Person dafür ist der hat heute Urlaub. Ja, leitet die Abteilung der TV-Promo, die sich um Sarah Connor kümmert. Also, du rufst das sozusagen jetzt beim Chef an, der Urlaub hat heute. Und viel Spaß. Hallo, ist der Jan Horst von Late Night Berlin. Kann ich dich Hallo, kurz Jan. Stören mit einer kleinen Idee? Na klar. Nee, wir haben eine tolle Idee für die Sarah. Also die kommt ja sowieso zu uns in die Sendung. Das weißt du ja. Genau, genau. Und dann werden wir ein tolles Singspiel machen. Und es wird auf jeden Fall eine ganz runde Sache. Aber wir haben noch eine Idee für eine andere Sendung. Und zwar würde Sarah verkleidet als Ninja reinkommen. Und eine Ninja-Rolle machen, tatsächlich. Und dann kann sie aufstehen und singt irgendeinen Song. Also irgendwie einen Song von ihr oder einen großen Hit. Und dann würde sie einfach wieder rausgehen. Und klar, wir sagen, was war da denn los? Und es wäre eigentlich wie bei Masked Singer, also Masked Ninja quasi. Nur, dass bei uns gar nicht aufgeklärt werden würde, wäre das jetzt Phase. Das wäre quasi einfach nur. Kann sie einen Pokémon? Okay. Genau, das Wichtigste für uns, weil wir müssen ja auch sicher gehen, ist die Frage, kann sie also eine Ninja-Rolle oder wenigstens einen Purzelbaum? Also, weil wir müssen da schon sicher gehen, dass es dann auch funktioniert. Ja, eine Ninja-Rolle. Also wir können es auch so machen, dass es wie ein Purzelbaum ist, aber wir würden es dann im Schnitt schneller machen, dass es quasi so richtig Ninja-mäßig aussieht. Also wir wollen einfach sozusagen wie so eine Störaktion, sozusagen ein Gast ist irgendwie das da. Kein Problem. Und kann das machen, aber nur mit Video, auf einmal anders kommt können wir das. Genau, in der Rolle. Aber uns wäre es wie gesagt wichtig, wir bräuchten halt ein Video, damit wir es einmal sehen, weil sonst können wir es nicht machen. Okay. Also dann müsstest du schon mit ihr reden, ob sie sich das zutraut, bei uns so aufzutreten. Kleines Video mit dem Handy. Also ja, ein Video mit dem Handy würde reichen. Kann ich die fragen, aber also ehrlich gesagt ein bisschen, also also ich hab gerade drei Fragezeichen irgendwie im Kopf. Magst du? Eine Störaktion hätte ich jetzt noch irgendwie verstanden. Ja. Aber sozusagen jetzt gerade die Aktion mit, ihr müsst ein Video schicken. Ja. Okay. Und unrealistisch, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, klar. Okay. Ja. Na gut. Trotzdem danke für den Anruf. Alles klar. Gut. Na, hab noch einen schönen Tag. Du hast mich angerufen. Danke. Ach ja, stimmt. Ciao. Tschüss. Also wenn man praktisch am Ende des Gesprächs nochmal darauf hinweist, dass man ja. praktisch den Dank für den Anruf gar nicht braucht, weil praktisch man wurde ja angerufen. Also das heißt eigentlich nur nach dem Motto, naja, du stehlst mir ja meine Zeit. Ne? Also das ist das übersetzt vielleicht? Ja, das ist es übersetzt. Ja, und nur ganz kurz. Aber weißt du, wie wichtig dieser Kontakt ist? Und weißt du, wie blöde das war, dass wir das jetzt angefragt haben? Ja, okay Jan, danke, das hast du gut gemacht. Ja, so, Katha, weißt du, für dich ist das ja echt wirklich eine blöde Situation heute, ne? Ja, sitzt da völlig tatenlos, kannst nichts machen. Deswegen wollte ich A, erstmal Danke sagen und B, wollte ich sagen, ich wollte dich aus dieser Ohnmacht mal befreien. Mm-mm. Und einfach sagen, du kannst auch natürlich, klar, kannst du auch mal selber irgendwo anrufen. Ist ja klar. Jetzt stopp. Das also war klar, anders, kein Problem. Es war anders ausgemacht. Du hast gesagt, ich muss nur Nummern geben. Es geht um Nico Santos. Nico Santos ist einer der up-and-coming Shooting-Stars dieses Landes.
Nico Santos singt bei uns auf der Bühne. Stell dir vor, praktisch, er hat eine Hose an aus Sand. Und während er singt, wird diese Hose aus Sand mit einem Sandstrahler abgestrahlt. Und ganz am Ende hat er dann ja keine Hose mehr an, weil das mit dem Sandstrahler abgestrahlt wird. Und dann kann man einen Gag machen, also hat er vielleicht eine sandfarbene Unterhose an oder so. Und nachdem er dann fertig gesungen hat, hört er auf, Musik hört auf. Und dann sagt er ins Mikrofon, sagt er dann, ohne Sandhose, nix los. Weißt du? Ohne Sandhose nix los. Wegen Nico Santos. Ja, ich hab's ja schon. Hallo. Hi, na, alles gut? Hallo. Alles gut. Ich hätte noch mal eine Anfrage für Nico Santos. Ja. Und zwar würden wir gerne, dass er bei Late Night Berlin noch mal auftritt, dass er auf der Bühne steht und eine Hose aus Sand anhat. Und dann würden wir mit einem Sandstrahler die Hose wegspritzen. Und dann, wenn dann der Sand so nach unten rieselt, dann hat er halt eine Unterhose an. Und dann, wenn es dann soweit ist und er dann nur noch in der Unterhose da steht, ich habe den Gag vergessen, sag ihn nochmal schnell. Ohne ja. Sandhose nix los. Ach genau, und dann würde halt der Klaas sagen, ohne Sandhose nix los. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Tja, dann... Und dann, vielleicht finden wir da noch eine andere Idee. Okay, ich danke dir, vielen, vielen Dank. Bis dann. Ja, gerne. Tschüss. I'm sorry. Ich habe meinen Job nicht gut gemacht. Katar, ja. Möchte mich herzlich bedanken dafür, dass du uns deine Kontakte zur Verfügung gestellt hast. Mhm. Und wie war das für dich? Es war die absolute Hölle, weil ich habe es oft genug gesagt, dass unsere Kontakte jetzt versaut sind. Und ich habe jetzt den Ärger, weil ich muss jetzt mich bei allen entschuldigen. Ich muss die alle anrufen. Es ist einfach nur beschissen. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. War schön.